Hallo und willkommen zurück. Wie versprochen zeige ich dir in diesem Video, wie du die Potenzen von Binomen konkret berechnen kannst. Dafür solltest du jetzt schon wissen, worum es sich bei den binomischen Formeln und beim Pascalschen Dreieck handelt und auch schon den Zusammenhang zwischen den beiden kennen. Wenn du dir dabei noch nicht so sicher bist, dann geh bitte zu den vorherigen Videos zurück, schau sie dir nochmal an und komme dann wieder hierher. Gut. Dann fangen wir doch mal mit den Beispielen an. Im ersten Beispiel sollst du x plus 2 in Klammer hoch 3 so weit wie möglich vereinfachen. Probiere das am besten gleich mal selber und pausiere dafür das Video. Danach können wir unsere Rechenschritte vergleichen. Gut, x plus 2 in Klammer hoch 3 erinnert dich wahrscheinlich an das Binom a plus b in Klammer hoch 3. Und da weißt du ja schon, dass du im Pascalschen Dreieck nachschauen kannst, um die Koeffizienten herauszufinden. Bei hoch 3 schaust du in die dritte Zeile, also zu 1, 3, 3 und 1. Schreib dir vielleicht jetzt gleich nochmal a plus b in Klammer hoch 3 auf, wie du es ausmultiplizieren würdest. Das ist dann 1 mal a hoch 3 plus 3 mal a Quadrat mal b plus 3 mal a mal b Quadrat plus 1 mal b hoch 3. Wenn du das jetzt mit dem ursprünglichen Term in der Aufgabe vergleichst, siehst du, dass dein a dasselbe ist wie x und b ist 2. Und x und 2 setzt du jetzt in das ausmultiplizierte a plus b hoch 3 ein und schon hast du den Term ausmultipliziert. Machen wir das doch gleich. Du hast dann 1 mal x hoch 3 plus 3 mal x Quadrat mal 2 plus 3 mal x mal 2 Quadrat plus 1 mal 2 hoch 3. Das solltest du jetzt noch ausmultiplizieren und vereinfachen und dann bekommst du x hoch 3 plus 6 mal x Quadrat plus 12 mal x plus 8. Und schon hast du den Term vereinfacht. Dasselbe sollst du jetzt auch in der zweiten Aufgabe machen, mit 2x minus y in Klammer hoch 4. Beachte hier, dass du ein negatives Vorzeichen hast, minus y. Das ist wichtig, dass du das beim Ausmultiplizieren dann auch nicht vergisst, sonst ist dein Ergebnis falsch. Probiere es doch gleich mal selber und wir vergleichen es, nachdem du das Video pausiert hast. Gut, du hast wahrscheinlich schon erkannt, dass es, weil wir hoch 4 rechnen, hier auch um die vierte Zeile im Pascalschen Dreieck geht. Die Koeffizienten von Binomen werden also sein 1, 4, 6, 4 und 1. Vergleiche das jetzt wieder mit dem Binom a plus b hoch 4 und schreibe dir gleich die ausmultiplizierte Form auf, damit du dir nachher leichter tust. Du hast dann dort stehen 1 mal a hoch 4 plus 4 mal a hoch 3 mal b plus 6 mal a Quadrat mal b Quadrat plus 4 mal a mal b hoch 3 plus 1 mal b hoch 4. Jetzt musst du dir den ursprünglichen Term von der Aufgabe anschauen und siehst, dass a das gleiche ist wie 2x und b steht für minus y. Hier ist eben das Minus wichtig, weil du das negative Vorzeichen natürlich auch beim Einsetzen mitnehmen musst. Gut, na dann setzen wir mal ein. 1 mal 2x in Klammer hoch 4 plus 4 mal 2x in Klammer hoch 3 mal in Klammer minus y plus 6 mal 2x in Klammer Quadrat mal minus y in Klammer Quadrat plus 4 mal 2x in Klammer mal minus y in Klammer hoch 3 plus 1 mal minus y in Klammer hoch 4. Warum habe ich jetzt da immer in Klammer dazu gesagt? Das ist ganz wichtig. Wenn du 2x in Klammer hoch 4 rechnest, zum Beispiel, dann rechnest du 2 hoch 4 und x hoch 4. Wenn du die Klammer weglässt, steht dort nur 2 mal x hoch 4 und das ist nicht dasselbe. Auch bei den negativen Vorzeichen ist es ganz wichtig, denn minus y in Klammer hoch 2 bedeutet minus y mal minus y und das wird plus y Quadrat. Würdest du die Klammer nicht hinschreiben, ist es minus y Quadrat. Mit diesen Informationen können wir jetzt die Zeile vereinfachen und am Schluss steht da 16x hoch 4 minus 32x hoch 3 mal y
plus 24x² mal y² minus 8 mal x mal y hoch 3 plus 4y. Vergleiche dein Ergebnis mit dem hier und schau, ob du wirklich alle Vorzeichen auch richtig gesetzt hast. Dann können wir weiter zum nächsten Beispiel gehen, Aufgabe Nummer 3. Dort sollst du den folgenden Term vereinfachen. Minus x² plus 4y in Klammer zum Quadrat. Probier es gleich wieder selber und pausiere dafür das Video. Wir können dann nachher vergleichen. Gut, du hast wahrscheinlich schon erkannt, es ist ein Binom hoch 2, also brauchen wir im Pascalschen Dreieck die zweite Zeile. Die Koeffizienten sind also 1, 2 und 1. Schreib dir dann gleich die binomische Formel, die dazugehört, auf, nämlich a plus b in Klammer zum Quadrat ist 1 mal a Quadrat plus 2 mal a mal b plus 1 mal b Quadrat. Jetzt musst du schauen, wofür a und b im gesuchten Term stehen. A steht für minus 3x². Achte wieder darauf, dass du das Minus mitnimmst. Und B steht für 4y. Die kannst du jetzt wieder in die Formel einsetzen. Pass darauf auf, dass du die Klammern setzt, damit kein Minus verloren geht und damit auch alles quadriert wird, was quadriert gehört. Wir haben dann einmal in Klammer minus 3x² zum Quadrat plus zweimal minus 3x² mal 4y plus 1 mal 4y in Klammer zum Quadrat. Das vereinfacht ergibt dann 9x hoch 4 minus 24x² mal y plus 16y². Vergleiche das auch mit deinem Ergebnis und schau, dass du alle Vorzeichen richtig gesetzt hast. Dann können wir zum nächsten Beispiel weitergehen. Hier haben wir den Term minus x minus y in Klammer hoch 3 zu vereinfachen. Das kannst du sofort wieder selbst machen. Achte auf die negativen Vorzeichen, pausiere das Video, rechne es und dann können wir vergleichen. Na dann schauen wir mal. Dein Term wird hoch 3 gerechnet. Also schaust du dir im Pascalschen Dreieck die dritte Zeile an und dann siehst du, dass die Binomialkoeffizienten 1, 3, 3 und 1 sind. Schreib dir dann das Binom a plus b hoch 3 ausmultipliziert auf und dann kannst du schauen, wofür a und b in dem gegebenen Term stehen. A soll also minus x sein und b minus y. Jetzt setz in die Formel ein. Bitte pass wieder auf die Vorzeichen auf und setze Klammern, damit nichts verloren geht. Wenn wir einsetzen, bekommen wir 1 mal minus x in Klammer hoch 3 plus 3 mal minus x in Klammer hoch 2 mal minus y in Klammer plus 3 mal minus x in Klammer mal minus y in Klammer hoch 2 plus 1 mal minus y in Klammer hoch 3. Wenn du alle Klammern richtig gesetzt hast, dann kannst du jetzt ausmultiplizieren und bekommst minus x hoch 3 minus 3 mal x Quadrat mal y minus 3 mal x mal y Quadrat minus y hoch 3. Für dieses Binom gibt es auch noch eine zweite Version, wie du das gut berechnen kannst. Und das schauen wir jetzt noch kurz an. Und zwar hast du ja minus x minus y und da kannst du das Minus herausheben. Dann steht da minus 1 mal x plus y in Klammern. Du hast jetzt zwei Klammern, die insgesamt hoch 3 gerechnet wird. Die kannst du auch einzeln hoch 3 rechnen. Also minus 1 in Klammer hoch 3 mal x plus y in Klammer hoch 3. Du weißt, dass minus 1 in Klammer hoch 3 minus wird. Also hast du minus x plus y in Klammer hoch 3. Und x plus y in Klammer hoch 3 kennst du ja schon von a plus b in Klammer hoch 3. Das heißt, du kannst gleich vom Pascalschen Dreieck mit dem passenden Binomialkoeffizienten die ausmultiplizierte Form aufschreiben. Es steht dann da, minus, Klammer auf, 1 mal x hoch 3 plus 3 mal x Quadrat mal y plus 3 mal x mal y Quadrat plus 1 mal y hoch 3, Klammer zu. Jetzt kannst du noch das Minus in die Klammer hereinholen, also die Klammer auflösen und es steht dann vereinfacht hier, minus x hoch 3, minus 3 mal x Quadrat mal y, minus 3 mal x mal y Quadrat, minus y hoch 3.
Und das ist dasselbe Ergebnis wie im vorigen Beispiel. Sehr gut. Das waren jetzt ein paar Beispiele. Die kannst du aber mit jedem beliebigen Binom hoch einer bestimmten Potenz so machen. Das funktioniert immer nach dem gleichen System. Schau nur, dass du ordentlich arbeitest, dass du Vorzeichen beachtest und die Klammern richtig auflöst.